Hey YouTube, ich sitze hier mit den Alpai Engin. Er hat die Top 8 erreicht. Was hast du gespielt? Demise to Draco. Warum hast du dich für das Deck entschieden? Weil es das einzige Deck ist, was Second gehen kann und trotzdem easy gegen Zodiac gewinnen kann. Weil das Matchup sehr gut ist und wir viel Zodiac erwartet haben. Wer ist hier? Der Tom Pogutz, der ist auch Top 8 gekommen. Nico Schlierkamp. Ja, und ja. Okay, dann zeig uns mal dein Deck. Also erstmal zwei Masterpiece. Ich habe eine Frage kurz, warum zwei? Was wäre denn die andere Ratio? Was erwartet man denn? Also die Decks, die ich gesehen habe, haben halt alle drei gespielt. Also diese Karte ist in Kombination mit Card of Demise nicht so gut, weil den kriegst du schwer raus. Und er ist auch einer der wenigen, der nicht also quasi floatet oder searcht, wie zum Beispiel die da, die suchen ja immer Keykarten. Der macht einfach keinen, also der macht seinen Vorteil, aber der gibt mir nicht extra Optionen. Und der bringt halt ziemlich oft. Deswegen wir auch überlegt haben, einen zu spielen. Aber wir haben uns dann trotzdem mehr oder weniger für den zweiten entschieden, weil wir zwei Dual Links Desire spielen. Und falls einer weg ist, haben wir keinen zweiten als Backup, den wir dann suchen könnten. Deswegen haben wir gesagt, zwei Stück ist gut. War in Ordnung, hätte man vielleicht cutten können, aber übers Wochenende war es okay. Gut, dann haben wir zwei Ignisart, die waren hervorragend, weil das Deck ist aufgebaut, Second zu gehen. Also wenn wir den Dice Roll gewinnen, wir gehen Second, immer Second. Außer vielleicht jetzt gegen Invoke, gerade weil Crystal Beginner Fighter Win Condition ist. Haben wir gesagt, die ist gut, weil wenn wir die anfangen lassen, die machen ihre Plays, ihre Su-Plays. Wir sind dran, wir setzen am besten eine Falle, opfern die für den. Zerstören den Dryden, falls den Unchain kann, wir direkt Succession suchen und haben schon direkt zwei Karten auf Friedhof gekriegt, können direkt zwei Karten ziehen. Also ist eine super Going Second Karte. Dann haben wir den Besten, der macht die Fallen, der ist perfekt, hervorragende Karte. 2-5 ist auch ziemlich stark, super. Da haben wir eine Maiden, ich hätte mir gewünscht, zwei zu spielen und eine Masterpiece. Weil die Karte hat dir so oft einfach so einen oder so einen gesucht. Oder auch im schlimmsten Fall einfach ein Masterpiece, den du halt direkt mit der Falle beschwören kannst. Und die beiden First Turn, das ist eigentlich super. Weil der sucht dir Masterpiece oder was auch immer und der sucht dir die Falle, die du direkt aktivieren kannst und mit der das Monster beschwören kannst. Wodurch einfach die Falle kommt und du noch das Monster hast, was auch noch triggern kann. Das sind die 8 Draco-Monster und ein Maxi. Maxi ist halt ein bisschen blöd mit Demise, aber da wir immer Second gehen und die Karte Second eh immer so gut ist, haben wir gesagt, ja, macht ja nichts. Maxi muss man schon immer mainen. Und falls man Demise aktiviert, kann man ja Maxi anstehen, falls Gegner keinen großen Echt drauf machen, dann kriegt man trotzdem den Multiple Jaws. Ja, das sind die Monster. Und dann haben wir erstmal die True Dracos 3-3. Das ist der Ressourcenfäller, das ist der Emerald. Der sagt einfach, du hast keine True Draco Card mehr im Deck, aktiviere mich, misch mir drei rein, gib mir eine Karte und du hast wieder ein Monster oder Zauberfallenkarten im Deck und kannst mit Diagramm noch mehr Faxen machen. Ja, dann haben wir drei Dia gespielt, natürlich. 1, 2, 3. 3 war Succession. Ist besonders beim Going Second gehen richtig gut, weil man fängt ja an zu fallen, zerstört die Backrow, der macht das kaputt, dann kannst du halt mit der nochmal viel mehr Plus machen und durchschnittlich 2 Karten ziehen, im besten Fall 3. Ja, dann haben wir 3 Card of the Mice. Habe ich das Wochenende sehr geliebt, war sehr oft auf meiner Hand. Danke. Dann 3 Dualities. Da wir eh kaum Special Summons haben, außer die Revivals. Sehr hervorragend. Dann haben wir jetzt 2 Desire. Desire ist okay. Remove Flash an den Keykarten ab und zu. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt eine spielen, werden wir die selten ziehen. Und die will man schon ab und zu ziehen, damit man auch manchmal einen Ghost, hier Ghost Ash oder sowas rauslocken kann, damit der Meister auch durchkommt. Ja, und da das Deck Going Second ist, haben wir in Raigeki gespielt, natürlich. Super, sein Feld drauf, die macht alles wieder weg. Und Darkhol, Shoutouts an Nico. Darkhol ist super gewesen. Hat mir sehr, sehr viele Games gewonnen. Und ja, ich würde die auf jeden Fall wieder spielen. Super gut. One-Off ist in Ordnung. Damit man keine Multiple zieht. Dann haben wir die 2 Draco-Fallenkarten, natürlich 3. Da mit Rivals. 3 Apokalypse. Das sind Ressourcen. Ressourcen braucht das Deck, weil von den Ressourcen lebt das Deck. Dann haben wir 3 Apokalypse gemaint.
weil das Deck ist ein Going Second Deck und wir haben viel so erwartet. Bedeutet, wir haben Standardfelder mit Dryden, Emerald und Flash Invoker erwartet. Und dann ist das standardmäßig immer so, wir ziehen, setten ein paar Fallen runter, machen vielleicht noch irgendwie ein Demise oder Duality oder Desire und machen dann eine Dwarfist Activity und das ganze Feld geht kaputt, indem wir FX2 jetzt sagen. Und dadurch verlieren die erstmal die Substitute-Karten, das Plus, was sie generiert haben, mit Substitute verlieren die instantly und die müssen ein neues Feld aufbauen. Und das ist halt gegen True Draco mit Zoodeck richtig schwer. Ja, dann haben wir Double Barrier. Ich habe überlegt, also wir haben überlegt, 3 zu spielen. Aber das Problem an der Karte ist, ihr geht Second, wir setten die, aber die macht die Monster nicht weg. Also wenn wir die auch aktivieren auf Exceeds, kann er uns vielleicht noch irgendwie noch töten. Und das ist quasi die Lösung von allem. Die macht alles weg und das ist alles sicher, weil da geht kein Manipati drauf oder gar nichts. Aber Barriere ist halt auch... Auch wenn man die und die natürlich zusammen hat, ist halt perfekt, dann hat es ja für 2 Runden mehr oder weniger gestoppt. Und ja, super Karte. Und ein Skill Drain. Dreimal gezogen, dreimal nur mit Skill Drain gewonnen, weil ich total schlecht gezogen habe. Zwar DT, aber 3 Wins durch die Karte gehabt. Ja, 40 Karten. Dann haben wir das Wichtigste, das Extra-Deck. Leg ich mal einfach mal so hin. Bisschen Zoo-Karten, so mehr oder weniger ein Standard-Zoo-Deck, Extra-Deck. Wir haben gesagt, Domain wollen wir eh nicht spielen. Die Option auf Rang 5er oder Rang 6 oder sowas ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also haben wir gesagt, okay, lass uns dann so Extra-Deck spielen. Falls der Gegner Dino spielt, den Erde-Dings macht, den Erde, wie ist das, Choking? Ja, Choking macht. Sieht unser Extra-Deck, sieht, okay, er spielt Zoodiac und legt dafür keinen First Turn Dweller hin. Weil Dweller ist ein Problem gegen so Tornado-Drache. Er wird dann abgeben mit seinem Standard-Zoo-Feld und das ist ja gar kein Problem zu breaken. Weil so ein Dweller oder so eine Tornado-Drache könnte ein Problem sein, weil die vielleicht einen Apokliff oder so treffen. So, okay, bisschen Zoo rein. Hat auch geklappt. Keiner hat Dweller gemacht, Game 1. Ja. Da haben wir das Side. Das Side ist ein pures Dry-Off, weil wir wollten die Karten so oft wie möglich ziehen. 3 Zyklone für Mirror Matches. Und mancher Versuch, wenn man zum Beispiel so viel Duft erwartet oder Order oder irgendwie in die Richtung. Dann haben wir Triple Chalice. Ja, größtenteils fürs Mirror Match. Vielleicht für irgendwelche Rogue Decks für Invoked. Hätte es gezogen, aber ich habe Game 2 mit Desire 3 entfernt. Ich habe mich gefreut. Gut, passiert. Dann Triple Mirror Force. Die Karte war ein bisschen Mindgame-mäßig, weil wir haben ja Game 1 Apokryphen gespielt. Bedeutet Game 2 und Game 3, falls der Gegner gut ist, wird er nicht mehr als ein Exit hinlegen. Und wird dann immer mit seinem Dryden, der irgendwie 2-8 plus hat, immer angreifen. Und da der eh nie mehr als ein Exit hinlegen will, haben wir uns gedacht, okay, er wird immer in die Battle Phase gehen, er muss angreifen, weil er Schaden drücken muss, sonst kommt er ja nicht rein ins Spiel und kann nicht gewinnen. Also ich spiele einfach Mirror Forces. Und wir haben auch, also ich habe im ersten noch erwartet, dass Leute auch mein Buddy rausholen, weil die halt Apokryphen sehen. Und Apokryphen macht ja alles gegen Zoo und da bringt mein Buddy nichts. Ich dachte, okay, das ist ein gutes Out, das kann man auf jeden Fall spielen. Und natürlich halt Obvious Reason für Dinos. Falls man die und die zusammen hat, ist eigentlich Insta-Win. Danny geht den Lagier und die macht das Feld weg. Weil der Protector von den Dinos macht der Protector nur in der Mainphase. Also haben wir 3 gespielt, coole Karte. 3 Sphere-Modus, ja, gegen so komische Haufen-Decks, die einfach ganz viele dicke Monster legen, so True Draco Zoo, habe ich mal gesidet, weil Masterpiece mit Zoo-Kombo ist schwer zu outen. Und ja, der kam ab und zu auch mal. Ist halt auch keine Special-Sum, sondern Normal-Sum, deswegen kann man nicht spielen und kann keine Kaijus adden, weil sonst gibt kein Duality oder kein Demise. Und ja, ist ein sehr guter Field-Clearer und verliert auch nicht gegen Twin-Tester, falls mal Apokliff und Twin kassiert. Ja, und halt größtenteils das Mirror-Match, 3 Ogre. Die Debatte war Ogre oder Lockbird. Und ihr wisst nicht, ob viele Leute mit oder ohne Terraform gespielt haben. Wir haben keine Terraforms gespielt, wegen Lockbird. Das war der Grund. Und wir wollen nicht viel Spell ziehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, lass mal Terra cutten. Lass mal konstantere Fallen tun, die auch sagen, okay, wir können Second gehen. Kein Problem, wir können auch easy Second gewinnen. Und ja, die ist super stark im Rollmatch. Die geht meistens mit die Succession und nicht das Diagramm, weil Succession gibt dir durchschnittlich 2-3 Draws. Und durch die Draws kommt halt wieder ein Spiel. Ja, das ist das Deck. Okay, dann bedanken wir uns, dass du uns das Deck präsentiert hast. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Standardgrüße, danke an Nico Schlierkamp und an den Tommy.
für die Liste. Ich habe die nicht gebaut, ich habe die quasi von denen genommen und ein paar Karten vielleicht noch überlegt, ob man was anderes spielen kann, aber eine gute Liste halt. Boeing 6.